Anfang des Jahres habe ich hier auf meinem Kanal die AB9 Force Feedback Base und den MH16 Flightstick von Mosa Flight vorgestellt. Und hier schon mal ein kleiner Teaser auf das, was bald kommen wird. Heute beschäftigen wir uns allerdings in diesem Video mit dem Mosa Flight MTP Throttle Panel. Dieses kam erst kürzlich auf den Markt, ist aktuell noch etwas schwierig zu bekommen. Und für alle, die sich dafür interessieren, soll dieses Video einen guten Gesamteindruck darüber vermitteln, welche Einstellungen ich daran vornehmen kann und wie die Verarbeitungsqualität ist. Außerdem, welche Möglichkeiten es gibt, die Schubeinheit in das eigene Flight-Setup einzubinden. Und selbstverständlich werfen wir auch einen Blick auf die Software. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi. Schön, dass du da bist. Alle meine bisherigen Mosa-Produkte waren perfekt verpackt, so auch der Mosa Flight MTP Schubhebel. Im Inneren finden wir eine Bedienungsanleitung auf Englisch und Chinesisch, außerdem ein paar Aufkleber, zwei Kabel zu je 1,80 Meter Länge, worüber die Hardware entweder über die AB9 Base oder direkt mit dem PC verbunden wird. Vier Schrauben, Werkzeug und vier weiße Klebeblättchen, auf die wir später noch kommen. Der Schubhebel selbst ist auf der Oberseite mit Schutzfolie entsprechend abgeklebt. Die darunterliegenden Hochglanzflächen hätte ich mir eher in einem matten Ton gewünscht. Ich mag solche Lösungen auch nicht in anderen Bereichen wie beispielsweise im Auto, da hier ununterbrochen Fingerabdrücke, Staub, Kratzer und so weiter zu sehen sind. An den Seiten befindet sich jeweils links und rechts ein Aluminiumstreifen mit dem Mosa-Logo darauf. Auf die Schalter und deren Möglichkeiten gehen wir im weiteren Verlauf des Videos selbstverständlich auch noch ein. Insgesamt gesehen bietet die Hardware 27 programmierbare Lösungen. Ergänzt und fest verbunden werden kann das Ganze auf der Rückseite noch mit dem Mosa MTLP Landepanel, welches dem einer FA-18 nachempfunden ist. Bei entsprechender Verfügbarkeit und zugegebener Zeit wird auch hierzu ein Video hier auf meinem Kanal folgen. Während das Gehäusematerial aus Kunststoff ist, ist der Schubhebelgriff aus einer Aluminiumlegierung. Auch die silberglänzenden Schalter sind aus Metall. Der Rest, also die grauen Drehregler und auch die schwarzen Schalter, sind aus Kunststoff. Das Rastsystem an sich und die Stellschrauben, an denen ich einstellen kann, wie straff sich der Schubregler schieben lässt, sehen wir uns gleich noch genauer an. Beim Entfernen der Folien muss man teilweise die Knöpfe abheben, um die Folie entfernen zu können. Dabei ist mir aufgefallen, dass auch das Innenleben teilweise aus Kunststoff und teilweise aus Metall ist. Alle Schalter, Knöpfe und Drehregler hinterlassen einen sehr gut verarbeiteten Eindruck und geben ein sehr direktes und straffes Feedback. Im weiteren Verlauf dieses Videos gibt es dann auch noch einen entsprechenden Soundcheck dazu. Der Schubregler lässt sich in der Mitte teilen, um so zwei separate Triebwerke einzeln und direkt ansteuern zu können. Der Mosa MTP Throttle wirkt durch seine Größe etwas schwerer als er an und für sich ist mit seinen 2,1 Kilogramm und man sollte sich schon vor dem Kauf Gedanken darüber machen, wie man diesen entsprechend in sein Flight Sim Setup einbindet. Auf der Rückseite finden wir beispielsweise mehrere Lösungen, um die Hardware in ein Flight Rig einzuschrauben. Wer diese Möglichkeit nicht hat und den MTP Throttle lediglich auf den Tisch stellen möchte, sollte ein, zwei Punkte beachten. Denn das Ganze wirkt im Auslieferungszustand dann doch etwas wackelig. Zum einen bietet Mosa direkt eine Lösung an mit entsprechenden Saugnäpfen und einer Anschraubplatte, aber auch diese Option ist, je nach Tischplatte, nicht für jeden gleichermaßen die beste Lösung. Das Wackeln kommt im Endeffekt durch die Anti-Rutsch-Pads, die auf der Unterseite des MTP-Throttles nicht bis nach ganz außen reichen, sowohl vorne als auch hinten. Hierfür liegen dem Lieferumfang diese weißen Plättchen bei, die man an entsprechender Stelle aufkleben kann und dadurch das Wackeln dann unterbunden wird. Dennoch rate ich vom bloßen auf den Tisch stellen ab und zu einer festen Verschraubung. In meinem Fall löse ich das Ganze über eine Tischklammer und nutze die Mosa Truck Wheel Clamp, die ich nicht nur für die Truck Wheel Base und das Truck Wheel an sich verwende, sondern die sich jetzt schon des Öfteren in mein Flight Sim Setup super hat mit einbinden lassen. Da die Lochmaße nicht übereinstimmen und ich hier über diese großen Öffnungen gehen muss, ließ sich das Ganze über etwas größere Beilagscheiben lösen, die man im Normalfall neben Baumarkt bekommt und worüber sich dann ausreichend großflächig
weiter Druck auf die Verbindung aufbaut. Was sicherlich nicht mehr funktionieren würde, wäre eine Kombination mit dem MTLP-Panel. Hierzu muss ich mir dann zu gegebener Zeit eine andere Lösung einfallen lassen. Aber das einfach mal so als Ansatz. Abschließend wird das Ganze dann noch am Schreibtisch entsprechend festgeschraubt und mit dem PC entweder direkt verbunden oder über die AB9 Base. Die ausschließlich grüne Hintergrundbeleuchtung könnt ihr stufenlos dimmen oder aber auch komplett deaktivieren. In meinem hier gezeigten Setup nutze ich neben den MOSA-Komponenten außerdem auch noch die Rudder Pedals aus der Velocity One Serie von Turtle Beach. Sobald die MOSA Rudder Pedals veröffentlicht werden, sind auch hierzu Inhalte auf meinem Kanal geplant. Das Rastsystem hier ist individuell anpassbar und es können wichtige Funktionen wie beispielsweise Nachbrenner und Verriegelungspositionen simuliert werden. Auch wie straff sich die jeweiligen Schubregler schieben lassen, kann hier über diese Schrauben in Sekundenschnelle verstellt werden. Auch für User, die beispielsweise in Weltraumsimulationen unterwegs sind, kann das Rastsystem auf eine Mittelrastung umgestellt werden, um so präzise Raumschiffmanöver umzusetzen. Die einzelnen Rasten werden dann durch entsprechenden Kraftaufwand und Ausübung von Druck auf den Schubhebel einfach überdrückt oder über diese Hebel hier und die jeweiligen Federn entriegelt. Wer kein Rastsystem nutzen möchte, kann dieses über die jeweiligen Schrauben hier links und rechts auch komplett entfernen. Um einen besseren Eindruck in Bezug auf die Haptik zu vermitteln, hier ein paar Soundaufnahmen der Knöpfe und Drehregler. Wir werfen einen Blick auf die Einstellungen im Microsoft Flight Simulator 2024 sowie auf die MOSA Cockpit App. Wie vorhin erwähnt, haben wir zwei Möglichkeiten, den MTP-Throttle von MOSA an den PC anzuschließen. Entweder direkt oder über die AB9 Force Feedback Base. Und da scheint es im Microsoft Flight Simulator 2024 ein paar Probleme zu geben. Wie ihr hier schon seht, werden mir hier beispielsweise zwei Rudder Pedals angezeigt, obwohl ich diese nur einmal angeschlossen habe. Und wenn ich den Schubhebel nun über die AB9 Force Feedback Base anschließe, wird mir diese doppelt angezeigt. So ist zwar trotzdem beides unabhängig voneinander konfigurierbar, zum einen kann man es aber schlichtweg schwierig auseinanderhalten und zum anderen werden die individuellen Flugprofile gleich benannt. Benennt man eines um, werden beide umgeschrieben. Anders sieht es aus, wenn man den MTP-Throttle direkt per USB an den PC anschließt. Denn dann wird dieser separat benannt und auch die Flugprofile sind individuell benennbar. Und so kann ich ein entsprechendes Flugprofil in der Force Feedback Base benennen und auch ein separates im MTP Throttle Panel. Vermutlich wird das Ganze irgendwann behoben. Ich würde aktuell noch dazu raten, direkt über USB das Ganze anzuschließen. Und ich vermute auch, es liegt nicht an der Hardware, sondern in diesem Fall am Microsoft Flight Simulator 2024. Werfen wir einen Blick auf die MOSA Cockpit App in der zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos aktuellen Version 1.0.4.17. Hier wird der Schubhebel auf Anhieb direkt als separate Hardware erkannt. Die MOSA Cockpit App erfährt in regelmäßigen Abständen Updates. Zur generellen Ausrichtung im Vergleich zu meinen vorherigen Videos hat sich nichts geändert. Auf der rechten Seite sehen wir die Software, auf der linken Seite die Hardware und über die Mitte können wir aber auch direkt anwählen. Speziell zum MTP können wir hier oben im Bereich die LED-Beleuchtung einstellen, also deren Helligkeit bzw. auch
auch komplett deaktivieren. Darunter lassen sich die Achsen entsprechend kalibrieren und auf der rechten Seite sehen wir die Buttons. Der MH16 Flightstick und die AB9 Force Feedback Base haben im Laufe der Zeit immer wieder Updates bekommen. Speziell für den Microsoft Flight Simulator 2024 gibt es nach wie vor keine vorgefertigten Presets, was im Grunde aber kein Problem darstellt, da man sich hervorragend an anderen Simulationen wie DCS orientieren kann. Am Beispiel der FA18 habe ich diese aus DCS übernommen, etwas angepasst und unter den Profilen für den Microsoft Flight Simulator 2024 hier in der App abgespeichert. Im Grunde kann man so jedes x-beliebige Fluggerät entsprechend konfigurieren, das jeweilige Preset individualisieren und abheben. Was ich in den Einstellungen zum MTP vermisst habe, waren die in der Produktbeschreibung und auch hier in der Bedienungsanleitung erwähnten Möglichkeit einer Vibrationsfunktion. Diese fehlte nach der Erstinstallation und sollte normalerweise hier in der App an der entsprechenden Stelle unterhalb der Einstellungsmöglichkeiten zu der LED-Beleuchtung auftauchen, was aber nicht der Fall ist, weshalb ich daraufhin einmal in den Firmware-Manager reingegangen bin, um nach Updates zu suchen und siehe da, es war tatsächlich ein Update verfügbar. Dieses wählt man dann hier entsprechend aus. Hinter diesem steht nun zum Beispiel Release, denn es gibt auch Beta-Versionen von Updates, die man nutzen kann. Und so updaten wir hier nun zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos auf die Version 1.1.1.13. Aber auch nach diesem Update war die Vibrationsfunktion in den Einstellungsmöglichkeiten leider nicht vorhanden. Der Schubhebel soll die Möglichkeit haben, über Vibration entsprechendes Feedback zu geben, was ich aber leider noch nicht testen konnte. Aber das lässt sich dann sicherlich zu gegebener Zeit in einem weiteren Video nachholen, beispielsweise in Verbindung mit dem Landing Panel. Nachdem wir nun also alles soweit eingestellt haben und auch im Microsoft Flight Simulator 2024 sämtliche Tasten konfiguriert haben, denn wir müssen die Hardware einmal komplett einrichten, kann es losgehen. Die Schalter und Knöpfe auf den einzelnen Panels am Schubhebel sind von ihrer Anordnung und Beschriftung her darauf ausgelegt, dass man den MTP idealerweise in Kombination mit Kampfjets nutzt. Aber nochmal, alle Knöpfe und Schalter sind frei konfigurierbar und man kann den Schubhebel somit im Grunde auf jedes beliebige Fluggerät einrichten. Das MTP Throttle Panel von Moser ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos ausschließlich am PC verwendbar. Planungen, die Hardware auch auf Xbox umzusetzen, gibt es derzeit nicht. Je mehr Feedback in diese Richtung gegenüber dem Hersteller jedoch gegeben wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier Bewegung reinkommt. Der Preis beläuft sich aktuell im europäischen Raum bei 359 Euro. Aufgrund der aktuell knappen Verfügbarkeit gibt es jedoch Händler, die dies ausnutzen und gut und gerne nochmal 100 Euro mehr oder dergleichen verlangen. Da ich diese Herangehensweise für maximal unseriös halte, würde ich davon absolut abraten und dann stattdessen lieber noch die ein oder andere Woche mit dem Kauf warten. Generell hat man einen Vorteil davon, wenn man dem MTP vielleicht noch das ein oder andere Software-Update Zeit lässt, um so dann beispielsweise auch vom Start weg das Vibrationsfeedback nutzen zu können. Was mich jetzt einmal interessieren würde: In welcher Flug- oder Weltraumsimulation bist du unterwegs und wie bedienst du deine Schubregelung mit welcher Hardware? Nutze dafür und für Ergänzungen bzw. Fragen sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Zu gegebener Zeit wird es zu dieser Hardware hier auf meinem Kanal ein weiteres Folgevideo mit ergänzenden Informationen geben und selbstverständlich auch zu weiterer Hardware rund um das Thema virtuelle Fliegerei. Damit du keines meiner Videos verpasst, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Däumchen wie immer bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.